So, willkommen zurück in der Journal League Season 4 im Winners Brackets Finals zwischen Arten Basically Unknown und Four Anchors and Sea Captain. Die letzte Spiel arg gestompt worden. Und daher liegt es jetzt an Ihnen, alles oder nichts, um jetzt hier zurückzukommen. Letztes Game haben wir einen dominierenden Sexy Van Bow auf einem Bounty Hunter gesehen, der das gesamte Spiel quasi im Alleingang gewonnen hatte, zusammen mit einer starken Mitte. Mal gespannt, ob hier Bounty gebannt wird, beziehungsweise ob sie halt was anderes draften. Das ist ein sehr, sehr gankiges Lineup, um der Naga Space zu createn, zu farmen, gepickt vor Anchors and Sea Captain letztes Game. Das hat absolut nicht funktioniert. Prinzipiell ging es genau umgekehrt. Bambo hat auf einem Helden alleine, nämlich dem Bounty Hunter, genug Space gemacht, um ja, sein gesamtes Team Space zu createn, beziehungsweise jeden möglichen Space für vor Anchors and Sea Captain weg zu. Ja, ganken, prinzipiell. Wegzudranken. Mal schauen, ob, also ja, von Kissen Sea Captain wird jetzt was anderes spielen. Mal gespannt, ob jetzt eine andere Strategie halt auch funktioniert. Back to Beginning, prinzipiell ist Unknown 1 vorne, aber so relevant, glaube ich, wird das nicht sein. Es war einfach ein super Draft, der Bounty Hunter hat wunderbar gepasst, von daher. War halt einfach der Hero und die Lane dafür. Brewmaster wieder von Unknown. Paris hatte im letzten Game das ganze Jo. War halt gut, hat seine Lane gespielt, aber das Game war halt vorbei, bevor er irgendwie online kommt, bevor er irgendwas tun konnte, weil, ja, Bumbo zu too OP. Please nerf that guy. Ember Spirit und Scareth Mage sind jetzt die Gegner dafür. Scareth Mage wieder als traditioneller Counter für den Brewmaster. Einfach weil direkter Silence. Ember Spirit mal wieder zu sehen, diesmal in der Mitte, ist immer schön zu sehen. Ember Spirit hat einige Plays drauf, kann viel machen, ist ein sehr versatile Hero. Und er kann Mega Creeps steffen, was ja der negative Aspekt daran ist, denn es könnte heißen, dass es lange wird. Meistens nicht, aber hey, es ist halt so ein Held, wo du sagst, ja, endlich haben sie Mega Creeps, aber das heißt halt nichts. Oder es ist ein Rapier und dann passt es. Aber ansonsten, Juggernaut und Troll als übliche Helden sind gebannt. Vengeful Spirit, bin ich auch mal gespannt. Lion wieder diesmal von Unknown gepickt hier. Weil zwei recht squishy Helden. Und wenn Ember Spirit nicht schnell genug seinen Flame Guard hochbekommt, dann tut der Finger doch schon arg weh von Lion. Aber gut, andererseits Level 4 Shield, Level 4 Flame Guard von Ember Spirit, da wird der Finger of Death eher so ein Scratch-Finger. Mal kurz den Rücken kraulen kann und dann ist wieder gut. Sand King und Ogre werden gebannt. Und Legion Commander ist hier auch schon erstmal raus. Hätte ich sogar für Anchors and Sea Captain gut gefunden, weil Scareth Mage ist halt eine schöne Kombo zum Duellen. Aber halt auch ein ziemlich guter Held, um den Ember Spirit rauszuhalten, der eigentlich sehr gerne Free Like a Bird sein würde. Und überall rumkliefen, wo es nur geht. Als letzter Bann brauchen sie noch ein bisschen. Mal schauen, ob es wieder eine Offlane ist. Ob vielleicht ein Titan gebannt wird, ob eine Vengeful Spirit gebannt wird. Oder wie das Ganze halt so aussieht. Ich weiß nicht, Vengeful Spirit ist eventuell nicht so gut auf der Seite von Unknown. Einfach weil der Swap raus halt immer noch irgendwie im Ember Spirit Range wahrscheinlich hängt. Auf der Seite von 4AST wäre es gar nicht mal so schlecht, glaube ich, denn Ember Spirit. Wenn er halt irgendwie out of position ist, kommt er da halt vielleicht schwierig raus. Und wenn er halt ein Hex draußen ist, kann er direkt der Defensive Swap sein. Ember Spirit ist wieder hinten und kann halt weiter cleaven. Außerdem der, ja, es war relativ kurzes dann, aber immerhin die Hälfte des Damage von der Mystic Flare ist halt auch schon draußen. Aber vor ASC sagen, okay, Matt, du hast letztes Spiel ein Scheiß Tree gespielt, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Oder so oder in weniger. Ein weniger dominantem Geschwafel. Tree für 4ASC. Interessant, dass es die einzigen beiden Games sind, wo Tree gepickt wurde und das direkt hintereinander. New Meta nicht wirklich, aber es hilft halt in der Laning-Phase ungemein. Und auch am Anfang des Leech Seed sehr stark. Natürlich nicht mehr so stark, nachdem es genervt wurde, vor Ewigkeiten. Aber das war auch besser so. Da doch Leute wie Puppy oder so auf dem Tree doch sehr stark als Supporter unterwegs sein konnten.
Ja, da hatte Valve damals wohl ein bisschen was übersehen mit dem Bleach Seed, dass Tree eigentlich defensiv sein sollte mit dem Bleach Seed, aber so krass aggressiv klarkam, dass dann auch schnell ein Nerf vorhanden wurde, notwendig wurde. Unknown müssen jetzt mal schauen. Haben halt ein gutes Burst erstens und müssen jetzt halt irgendeinen Core schon noch picken. Und es wird tatsächlich ein Slaughter, den sie letztes Game als Last Ban rausgebannt hatten. Also Unknown, aggressives Lineup. Ich weiß nicht, ob sie danach noch irgendwie ein Tournament zu spielen haben oder so. Haben eigentlich noch 2 Stunden übliche Zeit übrig. Von daher müssen jetzt hier nicht so losgehen. Aber mit Game Lineup, Slaughter ist da, Avenge for Spirit könnt ihr vielleicht kommen, minus Armor Strat, früher Roshan, könnte sein. Trotzdem hat 4AC aber jetzt ein wesentlich stabileres Lineup. Scarif Mage ist noch squishy, der Rest ist aber stark. Sie haben eine Living Armor, sie haben eine Ravage, die in kritischen Situationen genutzt werden kann. Und ein Darkseer tatsächlich für Unknown. Wird also heftig Midgame-lastig wohl. Prinzipiell auch wieder 4 Helden bisher, die Blinkdagger bauen wollen. Und daher könnt ihr eventuell vor Anchors einen Sea Captain vielleicht mit sowas wie Zeus, Venge oder irgendwas Global-lastiges gehen, was ja die Blinkdagger alle auf Cooldown setzt, um die Initiation ein bisschen aufzuhalten. Oder halt auch nicht. Müssen sie gucken. Eventuell wäre hier ein Spectre aus dem Grund gut. Andererseits, Spectre wird halt viel zu spät online, als dass sie hier irgendwie dem Game was bringt. Spawn ein Hero, der fighten kann. Eventuell könnte das Return of the Luna sein, die da einfallen würde als Midgame-orientierter Carry. Ansonsten wären es halt die üblichen Troll, Jugger, Lycan, Legion, alle die schon gebannt sind. Viper wurde noch gebannt, auch ein schöner Carry hier gewesen. Vielleicht ist es ein Razor, könnte auch da reinpassen, skaliert vielleicht aber ein bisschen wenig ins Late-Game rein. Tja. Wir warten, glaube ich, auf den Matumba Man Hero. Mal schauen, was der Sea Captain sich als letztes pickt. Ja, was könnte es sein? Ich hoffe, er hat eine Luna. Luna ist cool. Aber es könnte auch ein Void sein. Beispielsweise ist er noch drin. Mit Game Elastic, Ember's Build und Scarith Mage und Titan. Da synergiert er ganz gut. Und ja, sind halt 3 Melees natürlich, aber die sind alle nicht wirklich so stark Melee. Könnte vielleicht eine Option sein, der Void. Aber wir sind nur noch 55 Sekunden, wo ich raten muss, um die Stille zu überbrücken. Deshalb mache ich jetzt die Stille. Nein. 45 Sekunden noch. Naja, gut. Halte ich einfach meinen Mund, bis es gepickt wird. Viel mehr kann ich auch nicht mehr sagen. Ah, was ist so still? Ich muss was sagen. Oh mein Gott. 5 Sekunden nichts gesagt und direkt 5 Leute. Nee, der redet mir zu wenig. Macht keine Stimmung, raus. 10 Sekunden noch. Man tut mal mehr disconnected. Nee, Durka reconnected, okay. 5 Sekunden noch. Ja, die machen es aber spannend hier. Go, go, Sea Captain. Slark ist es, ja. Siehst du, passt auch ganz gut rein. Ganz nur spannend, Mann. Abaddon, Last Pick, okay. Defensive. Abaddon. Um was genau runter zu purgen? Ja, Der Leash vielleicht noch, okay. Ja, der Purge ist hier vielleicht nicht so dominant, aber ist natürlich ein starker Held, um halt auch mit Slaughter durchzufahren. Slaughter, Darkseer, generell Tanky, Brewmaster halt auch und dann noch ein Abaddon dahinter und Lion zum Aggressive sein. Ja, ist eine gute Strategie. Kann ganz gut funktionieren, hat auch wieder so ein dominierendes If dominating, then ja, Game over. Slark haben halt, also, ja, Feinkasten Sea Captains haben 2 Glaskanonen und der Rest ist dafür da, die im Spiel zu halten. Embers bilden Slark. Ember Spirit fetcht ziemlich schnell auseinander. Slark hält er doch schon ein bisschen länger, aber ist halt auch so. Wenn Slark halt am Anfang nicht genug bekommt, nicht snowballt, sowohl Ember als auch Slark, dann sieht es hier schwierig aus für Unknown.
Für ASC und bei Unknown ist es halt die Tatsache, dass halt Mind Control doch auf dem Brewmaster, ja, auch wenn er hinten ist, der Split macht die meisten Damage und der Split ist halt nicht davon abhängig, ob ich jetzt Level 6 oder Level 7 oder Level 8 bin oder wie viele Items ich habe. Ein Blinkdagger wäre schon schön, aber ansonsten nichts. Naja, Unknown gehen gefühlt von Sexy Bow mit einem aggressiven Smoke direkt in your face und wollen hier direkt das Spiel schon entscheiden. Bucking Mad auf dem Line direkt hinterher. Geht jetzt am Anfang voraus, Maguma auf dem Abaddon hinterher, um es zu securen, Mind Control. Na, wurde gesehen, okay. Da passiert nichts. Mind Control auf dem Brewmaster. Paris übernimmt den Slada hier. Und das war das Team hier. Wer gerade wegläuft, ist Valix auf dem Scarlet Mage Support. Übernimmt das Ganze zusammen mit Trixie auf dem Tree. Boogie übernimmt wie immer die Offlane als Titan, damit Tomaman auf dem Slark. Und zu guter Letzt in der Mitte Nemphy. Auf dem Ember Spirit. Unknown securen sich die Bottom-Rune, wollen es Bambo so einfach wie möglich machen. Auch schon das Easy Camp gewordet mit einem sehr coolen Ward-Spot, der nicht so oft benutzt wird und dementsprechend auch nicht so oft dewardet wird wahrscheinlich. Ja, Easy Rune für Paris. Nein, nicht ganz, denn er muss jetzt weglaufen. Es sind ein bisschen viele da. Hat's versucht, aber Titan, er kriegt trotzdem die Rune. Trixie läuft mit Boots First hinterher. Schön, endlich wieder sehen den Boots First Tree, der einfach Leute voll auf die Fresse haut. Der macht sich Damage. Bam! Immer ins Gesicht. Auch einfach schön zu sehen. Und Bamboo holt sich direkt schon die erste Wave rein. Ah, ist er schnell genug, ja. Damit er nicht die Vision verliert. Kriegt einiges an Harris, aber hat die erste Wave schon mal secured. Und, jo, holt sich die wichtige Erfahrung ab. Oder auch nicht. Müsste direkt erstmal aggressiv hier rein, aber jetzt ist Lag da. Muss er sich ein bisschen zurückziehen. Hat halt irgendwie gedacht, okay, hier war nichts alleine, dann kann ich ihm noch. Kann ich auch ins Gesicht gehen. Aber Valix hat noch einige Arcane Bolts noch übrig da. Wo die paar noch kommen, kommen auch noch ein paar mehr. Maguma wird ihn jetzt mit Schilden versorgen, wenn immer ein Bolt anfliegt. Das hilft schon mal, aber so viel Mana hat er halt auch nicht. Ja, auf der Bottomlane funktioniert das. Double Melee gegen Lion plus Paris auch als Melee. Ja. Boogie farmt immerhin. Trixie ist halt da, pullt jetzt die Wave in den Tower. Hilft halt auch nochmal ein bisschen für die Lane-Control. Ziemlich gut sogar. Ist die Lane wieder unten. Und Trixie ist halt sowieso relativ egal, wo er ist, denn das Wichtigste ist die Living Armor. Die immer da ist, wenn sie gebraucht wird. Zumindest wenn endlich mal Level 2 kommt. Was halt gerade so ein Problem für Trixie ist. Aber er hat Boost First, da kommt halt niemand ran. Ja, und schöne Solo-XP für Boogie, der ist schon Level 3, ist nach 1 Minute 50. Nemphy, Mind Control, battle sich ein bisschen, kriegt jetzt hier einiges vom Flame Guard ab. Schöne Idee, das genau da zu zünden. Und Mind Control möglichst lange noch neben ihm hinterherlaufen muss. So, aber Bamboo wird jetzt nicht ganz hier allein gelassen. Maguma ist immer noch in der Nähe. Trotzdem aber 10 Last Hits natürlich einfach mit so einer Iron Shell. Und mit dem Moment denkt sich, hey, so viel Mana brauche ich hier auf der Lane eh nicht. Da kann ich auch mal die Iron Shells perfekt dodgen mit einem Leap. Shoutout an Blacklight im Chat. Nur mal gerade gesehen. Tja, Mitte läuft auch wieder sehr even. Das Game läuft schon wesentlich besser als das letzte Game, wo zu der Zeitpunkt schon fast irgendwie 5-1 stand oder so. Double Stun wird gesetzt, aber nur um zu zeigen, ey, meine Lane. Weil es tatsächlich nicht seine Lane ist. Ah, Lion tut auch weh. Mage schön mit dem Mana Leech, denn ohne Anchor Smash auf Tidehunter ist er wirklich nichts. Er geht hier. Na gut. Hat schon so. Okay. Hat zwei Stats. Nein. Hat sie noch bewahrt, um es braucht, aber genau jetzt braucht er die Rakenshell eben. Wenn die Damage Reduction vom Anchor Smash einfach nicht mehr da ist, weil er keinen Mana mehr hat. Schon ganz gut. In der Mitte battlen sich Mind Control und Nemphy ein bisschen. Beide hauen ihre Qs raus und dann geht's wieder zurück zum Farmen. Von daher,
nicht so viel Aggression. Jetzt, wo ich das sage, der ist erst dann, aber nein, reicht nicht ganz, außerdem ist direkt in die. Aber, oh. Mit Guma, mit dem Deny. Schöne Plays. Aber, hey. Prä 7 Minuten ist das. Das ist gar nicht so schwer und. Prä 7 Minuten kann das noch tun. Davor leider nicht mehr. Hat halt mit dem Pounce getroffen und dann war es nur noch eine Frage von Damage. Mal schauen, ob Bamboo jetzt auf der Lane alleine gelassen wird. Nein, Maguma kommt wieder hin. Sie bleiben bei den Duel Lanes. Einfach um sicherzustellen, dass er hier seinen Farm bekommt. Denn Darkseer ist halt der Playmaker. Und das soll so sichergestellt werden. Ein Crit, get off my lawn und weg da. Aber, oh, der Pull, ein einziger Skelett reicht noch tatsächlich dafür. Und der Pull ist erfolgreich von Trixie. Schön gemacht. Aber Mitte wird jetzt hier eventuell rotated. Mind Control ist da. Clap ist da. Kommt er eventuell noch weg? Ist da noch ein Jump? Nein, Jump ist noch nicht geskillt. Aber, oh, ein Leben! Ein Leben! Und er juckt die falsche Richtung. Flameguard zückt sein Opfer. First Blood für Nemphy. Der mit einem Leben Mind Control belebt hat. Ja. Fast schon zu lucky. Matoma Man kann gerade so wegpouncen. Wurde auch low von Bamboo. Aber klar, wenn jetzt hier Valex in die Mitte rotiert, kann Bamboo den Space mehr nutzen. Und ein bisschen Tower Action machen, vielleicht ein bisschen Creep holen. Und Matoma Man kriegt hier einiges an Damage. Mir scheint es, als ob die auf dieser Toplane sehr viel mit diesem Camp zu tun hat. Ich glaube, es ist jetzt kein einziges Mal nicht gespawnt. Die wurde immer in die Lane reingezogen. Sehr schön zu sehen hier bei Pro-Teams, dass das Camp so stark genutzt wird. Obwohl das Camp hier halt nicht geblockt ist. Auch schon interessant. Aber Bamboo wieder nicht. Oder, ja, nicht wieder. Ne, beim letzten Spiel war das Wraith, die Darkseer gespielt hatten, aber halt auch nicht auf den Sol Ring gegangen sind. Weil die Bottle ähnliche Effekte hatte. Oh. Jetzt wird hier der Go gemacht, aber stand für eine kurze Zeit in Pounce, damit er nicht rankommt, aber reicht nicht. Mind Control wird jetzt hier wieder angegangen. Und Lion ist da, um jegliche Aggression wieder weiter abzuwehren. Nichts passiert, 6 Minuten vom Farm her. Sehr, ja, komisch aufgelöste Sinuskurve. Bei allem, die. Es scheinen wohl komplett die Feuerszieher holen die Kills, ja. Holen halt immer die Kills, aber Unknown kriegt dann einfach mehr Farm raus. Das Farm geht halt immer weiter in Richtung von Unknown. Und sobald die Kills kommen, wie jetzt eventuell auf Alex kommen kann, nein. Ah, Maguma hat hier ein kleines Problem. Muss gucken, ob er hier wegkommt. Blau ist da, kann sich jetzt hier den einen. Ah, da kommt leider noch. Erst dann konnte er nicht rechtzeitig auf Bucking Mads sich denyen. Hat es nicht ganz mitbekommen anscheinend. Knappe Sache. Aber Valex mit dem letzten Hop, was er hatte, holt sich noch eine Kill. 3:0. Und jetzt geht es schon früher nach oben in die Richtung. 3:0, da weiß ich nicht. Unknown sind jetzt nicht das Team, was jetzt so early Kills holt. Mit Slark und mit Tree doch schon eher das Team. Aber trotzdem sollten sie vielleicht auch aufpassen, dass sie nicht zu viel zur Null hinten liegen. Ja, besonders halt hier oben. Gut, oben könnte es vielleicht was Besseres gehen. Paris ist Level 6. Boogie hat da weniger Spaß. Na, minus 10 Armor ist nicht toll. Hoffen vielleicht auf den. Hoffen auf den Remnant, aber der wird nicht kommen. Nemphy findet hier so einen Kurier, aber nichts zu machen. Geht hier wieder in die Mitte zurück. Und überlässt Paris erstmal seinem Schicksal. Damit sollte hier ein Gank auf Nemphy kommen. Aber Matt läuft vorbei, sieht ihn nicht. Apropos Kills. Skywraith Mage holt sich einen Solo-Kill auf Bamboo. Whoops. Das sollte nicht passieren. 4:1. Haben wir den Slark im Ende damit bekommen. Also Return-Kill, gut. Ja, habe ich totally gemerkt, dass es kein Solo-Kill war. Ja, ein Return-Kill von Valex. Das heißt, Bamboo holt sich den Kill auf Matoma Man als Slark. Und das war es dann nur noch schon, doch schon wieder worth it. Wir sehen, geht es schon wieder ein bisschen runter. Mal schauen, ob Lion wieder rankommt, aber mit dem Mana Boots wird den Titan dann nicht so low halten können, dass hier keine Ravage möglich ist.
Und die Ravage ist halt immer so eine gewisse Chance für Paris, da ein Problem zu bekommen. Und ja, das sind die gefürchteten Solo-Kills von einem Titan auf der Offlane. Eine überschätzte Ravage. Das ganze Zeit ist der Titan passiv, holt nur Anchor Smash und dann Level 6, Level 7 auf einmal. Packt er halt die Ravage aus und dann kann es easy mal zu Kills kommen. Und jetzt mit der patentierten Ion-Shell-Technologie. Aber die Double Ion-Shell ist jetzt schon gerade weg. Na gut, soviel zur patentierten Double Ion-Shell-Strategie. Ist weg. Boogie wird jetzt gegangen, hat aber ja, immer ein bisschen Damage machen. Wenn Boogie so weit low ist, dann kann er nichts machen. Dementsprechend direkt schon die Salve. Gut gesehen. Split hier in der Mitte, leider ohne Erfolg. Nemphy kann da halt auch einfach wegspringen. Wenig Control vom Brewmaster alleine. Muss halt leider solo killen. Und tja, trotzdem doch recht passiv für 4-1 nach 10 Minuten. Grafen stabilisieren sich tatsächlich jetzt für 4ASC. Obwohl hier kein Kill passiert ist. Von daher, der Farm kommt langsam an, online. Oh, Midas für Dax hier. Will's halt auch wissen. Aber das hat Rafe auf dem Dax halt auch getan. So, Trixie versucht jetzt den Kill hier auf Tree. Aber Nemphy ist da und da muss er vielleicht doch eher Matt retten. Gute, ja, finde ich gute Entscheidung, dann hier doch als Paris zurückzugehen und den Support zu retten. Als Supportspieler freue ich mich immer, wenn die Leute Rücksicht auf mich nehmen. Aber naja, der Remnant hier oben ist zumindest eine Erinnerung, für Unknown nicht so stark reinzugehen, sagte er, und schon kommt die Rotation von Mind Control. Wollen hier Boogie bekommen. Nemphy ist da, Ravage wird jetzt gleich gezogen. Ravage schön auf 3. Bucking Mad wird der Erste, wo seine Down geht. Nein, hat einen Hex. Und Paris ist tatsächlich der Erste, der Down geht. Mind Control auf dem Rückzug. Mad wird hier Down gehen, ist geslowed. Anchor Smash sorgt für den Kill und Mind Control könnte hier auch ein Problem bekommen. Ja, wird definitiv ein Problem bekommen und geht hier auch noch Down von Embers Bild. Double Kill auf Nemphy und 3-0 die Rotation. Vorher sie legen nach mit 7-1. So sah es nach 6 Minuten auch im letzten Game aus, aber komplett umgedreht. Da ruhen aber viele Augen auf Sexy Mambo, der hier quasi die letzte Hoffnung für Unknown ist, um wieder ins Spiel zurückzukommen. 7-1. Es ist krass, nach 11 Minuten so weit hinten zu sein. Gucken wir, dass sie ein paar Tower bekommen. Stun ist da, aber Tower Aggro zieht es nicht. Muss ich hier auch ein bisschen zurückbekommen. Rückziehen. Ah, Scarlet Mages, wo ich sage, Lion geht down. Immer nicht Mambo, aber nicht so super. Kills vorne und hinten. Immerhin das. Anchor Smash noch evaded. Jetzt kommt der Hit. Oh, aber schöne Glyphe. Ulti wird geforced von Trixie, der das machen will. Und aber kriegt trotzdem nicht den Hit. Und jetzt muss er sterben. Oh, Stick Charges. Und jetzt kann er seinen Sprint aktivieren und schnell wegkommen. Knappe Sache, aber Bamboo hat hier ein Problem. Muss hier versuchen zu juken. Und es wird schwierig. Oh, und die Leash trifft. Und damit ist das Schicksal von Bamboo auch besiegt. 9-1. Das sieht gar nicht gut aus für Team Basically Unknown. Die hier zwar nicht wirklich Unknown sind. Aber das ist nicht so einfach wie im letzten Game gewesen. Vorher ist sie kommen zurück. Wird einige Leute wahrscheinlich sehr unglücklich machen. Ich glaube, in Sachen Betting ist doch Unknown weiter vorne. Leute vertrauen auf Bucking Matt und sein Team. Aber das hier sieht nach einem Game 3 aus, auch wenn wir erst 12 Minuten drin sind. Noch ist viel Raum für Overextensions, für Throws, für gute Plays. Hey, kann ja auch sein. Aber ja, viel Platz für Throws. Von daher will ich mir nicht zu früh irgendwas jinxen. So, Double Einshell geht jetzt hier wieder rein und Bamboo wird jetzt direkt angenommen. Einshells sind halt drin, da, aber die Einshells reichen nicht ganz dafür. Da war das Vakuum, hat es nicht mehr ganz rausbekommen, sonst könnte das eventuell anders aussehen können. Sind noch einige sehr low gewesen und Slug. Ja. Okay, never mind. Ja, hatte sich sicher gefühlt. Er war so sicher. Bam. Ja, der Trade, was tatsächlich verhandeln wird. Slug hat doch einen Batzen an Gold auf sich. Und wie gesagt, man muss den Slowball niedrig halten.
Unknown sind nicht so stark vom Snowball abhängig. Es freut natürlich, wenn er, wenn Paris hier auf dem Slider snowballen kann, aber hat immerhin jetzt einen 14 Minuten Blinkdagger, falls er auf den Blinkdagger gehen will. Ansonsten ist das Armlet halt auch nicht weit weg. Mal schauen, was er hier kaufen wird. Blinkdagger. Ja. Müssen mehr Aggression rauslassen. Das Lineup ist dafür da, um Aggression, um aggressive zu gehen. Von daher hier mehr Goes. 5000 Net Worth vorne, aber es geht ein bisschen wieder weiter zurück mit den Return Kills. Mal schauen, wie es da ist. Auf jeden Fall jetzt der Go von Unknown auf dem Bottom Tower. Wollen Sie wissen, Vadex hat eine 3-0-Streak. Das ist zumindest einiges wert. Können Sie hier diven. Und der kriegt Lion, kriegt die Killing Spree. 800 Gold, ja, aber vielleicht doch eher besser auf Bumbo, der auf Mech geht. Und ja, gar nicht so weit entfernt ist. Aber doch, mit Buckler und so dauert das noch ein bisschen. Chainmail jetzt gekauft. 400 Gold oder so, sollte es sein. Aber VSC kommen vorbei. Maguma hat das kurz gescoutet. Und jetzt ist es erstmal Rückzug, sagte ich, und ab dafür geht's rein. Stun ist auf Boogie, aber der wird gleich... Nein, okay. Die Krankenschell prockt nicht genug. Der Stun kommt direkt dahinter wieder und jetzt könnte es Ember's Bild sein, der einen Remnant hat. Und weiter in der Mitte farmt. Praktisch dafür, aber der Tower geht down. Comeback von Unknown, die hier doch mit einem guten Gold-Exchange wieder rauskommen. Blinkdagger direkt benutzt, direkt gefightet. Schön executed von Unknown. Shots fired im Chat. Ja. Naja, also wie gesagt, ist noch nicht vorbei. 10 zu 5. Unknown haben gezeigt, dass sie hier noch nicht ganz raus sind. Die Grafen sind wieder even. Aber es geht alles um das Momentum, was Unknown jetzt vielleicht hier aufbauen kann. Oder will. Roshan ist auch noch eine Option mit Slada, aber vielleicht wollen sie erst Level 2 auf dem Ulti haben. Amplify Damage ist natürlich cool, aber vielleicht Level 2 ist noch besser und müssen auf jeden Fall eine gute Situation abpassen, um halt in Roshan reinzugehen. Denn, ja, Ravage und Tree Ulti und Dinge passieren sonst im Rosh-Pit und das ist nicht feierlich. Last Hits sind auch sehr weit zusammen. Net Worth, ja, recht even. Sind hier vorher sie noch ein bisschen weiter voraus mit dem Titan und mit dem Slark. Aber dicht gefolgt von Unknown, von daher krass even. Jetzt wieder. Nachdem halt, wie gesagt, diese Streaks wieder weggehen und die ganzen Streaks sich in Gold verwandeln, ist es halt so ein Ding. Schön von Scarlet Mage. Nee, hat er nicht. Das war der Arcane Bolt, sorry. Ich dachte, er hätte kurz den Concussive Shot getestet, aber um jemand da ist, aber jetzt ist jemand da. Bucky Mate holt sich wieder einen Kill, will unbedingt seinen Blinkdagger haben, wie es mir scheint. Und ist auch am guten Weg dahin. 1800 Gold. Wenn er jetzt noch ein paar Streaks klaut, dann kriegt er. Kriegt aber auch hier schön den Space, um den Blinkdagger auch zu farmen. 2000 Gold und sein Team ist hinter ihm, von daher scheint er es erstmal nicht zu verlieren. In nächster Zukunft 1100 Gold, nächste Spielfeld und Blinkdagger für Line nach 17 Minuten. 3-2-2. Gute Performance von fucking Mad so bisher. Ja, so muss es doch besser. Muss er seinen Basi nochmal auseinanderbauen. Kein Bounty Hunter dabei, der es klauen könnte, von daher. Kein Spaß. Unknown beginnt jetzt langsam zu 5 rumzulaufen. Werden hier auch zwar an zwei Fronten dafür Tower Damage bekommen. Gehen sogar schon in den T2, aber müssen es halt zurückkommen und müssen jetzt hier immerhin ein paar Tower bekommen, um das Geld zu haben und wieder fighten zu können. BKB auf Slada ist wichtig. Matt kriegt jetzt damit seinen Blinkdagger. Und schnell zurück. Sprint Split in der Mitte. Das ist Boogie, der sterben soll. Blinkdagger wird wohl erstmal die nächste Zeit nicht benutzt werden können, sagte er, und Mind Control vergisst mit dem Stormspanner zu schießen. Na gut, dann nicht. Paris hat wenigstens jetzt das Problem, oder das Glück, die Trixies gefunden zu haben. Und Bucking Matt ist noch dabei, der für den Permastern so ockt. Und schönes TP. Oh, und Nephi kommt gerade so hin mit den Coils. Lion geht hier down, hat aber seinen Blinkdagger gekauft.
und ist damit nicht so schlimm, dass er stirbt. Nicht so schlimm. Da war auch noch ein Sky. Und Bamboo war dann da. Mal schauen, ob Sexy Bamboo jetzt auf den Blinkdagger geht. Ich gehe mal stark von aus. Aber das erste Battle Fury nach 19 Minuten ist auch schon online. Für Nepfi. Jo, Grafen normalisieren sich. Sehr even. 12 zu 10. Beide Teams kriegen hier Pickoffs. Beide Teams farmen. So soll es sein. Das Game wird also noch nicht direkt entschieden sein. Aber Smoke... Naja, nur ein Group Up. Ja doch, scheint nach Smokes auszusehen. Smoke for Unknown. Wollen es wissen, wollen hier den Vorteil haben. Und schauen mal, was sie finden. Oder sie gehen einfach in Roche. Ach, dass es eher aussieht. Mit der Amplified Damage ist es eine relativ einfache Sache. Aber schaut da mal jemand rein. Valix guckt da rein. Nein. Sieht nicht danach aus. Ein Concussive Shot könnte mal testen, ob der mal drin ist. Aber ich glaube, das wird zu knapp sein. Für vor SC da ranzukommen. Mein Controller auch noch jetzt hier in der Face mit der Haste-Drohne. Der muss halt. Muss ja jetzt los, weil er hat kein TP. Das ist. Vielleicht ein bisschen doof. Hat hier irgendjemand ein TP? Cooldown, Cooldown, kein TP, kein TP, kein TP. Seriously. Ist ja wie mit einer Wii zu spielen. Nein. Tja, müssen sich jetzt hier beeilen. Passend auch dafür Haste-Rune, Sprint, Line hat einen Blinkdagger. Da kommen sie tatsächlich recht schnell ran. Ja, mein Tumorman guckt hier, dass er wegkommt. Kein TP für einen. Kein Mana für einen TP, kein TP für einen Mana. Und Trixie kommt selbst hier weg, weil Paris sich nicht darum kümmert, meine Necken zu gucken. Und alle kommen weg, aber dafür, dass sie den nur hinterher rennen, haben vor LC doch schon ganz schön Angst vor dem Lineup. Zu Recht, denn das Timing von Unknown ist jetzt. 20 Minuten haben begonnen. Slada wird fett, Slada braucht noch 1000 Gold, na, 1400 Gold bis zu seinem BKB. Das wird dann halt auch das nächste. Brewmaster. Da kommt bestimmt was. Nee. Brewmaster hat nur den Blink. Na gut, 21 Minuten. Mitte nicht so gut dabei, 0-3. Brewmaster nur den Blink. Schauen wir uns mal den Rest an. Hammer hat auch Slark, der auch mit am Midas fährt. Ansonsten Dual Midas, aber halt auch 4 Blinks auf der Seite von Unknown. Aber nicht weniger mobile Helden auf der Seite von Feuer FC. Wir haben Slark mit dem Pulse, Titan mit dem Blinkdagger und Force schon. Ember Spirit kann halt auch rumjumpen. Einzig Sky und Trent sind da ein bisschen mehr squishy. Das ist halt auch so ein kleiner Vorteil von Unknowns Lineup. Wir haben hier nur Magoma ohne Blinkdagger, der nicht wirklich mobil ist. Aber der hat dafür sein Ulti. Bis dahin sind die Leute halt bei ihm. So. Oh, und Paris wird's wissen. Paris wird's wissen. Oh, schöner... Schöner Silence direkt. Paris will anscheinend seine Aegis benutzen. Und Unknown diven tief rein. Fixi zieht noch das Ulti raus, bevor er stirbt, damit Nemphi vielleicht noch wegkommt. Und sieht so danach aus, dass er hier wegkommt. Nur Trixie dafür down bekommen. Dafür, dass sie so tief gedived sind. Boogie ist hier drin und... Oh, niemand guckt da rein. Das ist Glück für Boogie, obwohl er natürlich mit dem Force-Staff und auch einer Ravage wahrscheinlich doch sicher wäre, aber... Viel Angst vor Unknown hier. Wollen nicht fighten. Wahrscheinlich auch zurecht. Ah, vielleicht jetzt. Boogie ist da. Ravage auf 4. Das ist groß. Und da fallen die ersten Leute. Paris mit einem 3-Man-Stun. Schon ganz gut, aber kommt hier auch nicht weg. Hat das... Ja, hat nochmal kurz das Ding gebappt, aber die Aegis sitzt down. Hat das Fortweg Shield noch drauf gehabt. Aber trotzdem, der Stun hilft halt einfach nichts. Und jetzt sind vor SC drin. Unknown haben overextended. 3 zu 0. Mit XP und Gold einiges drauf. Unknown waren da ein bisschen zu sicher drin. Das mit der Ravage so nah dran gestanden. Darkseer war halt auch nicht da. Und der T2 ist damit Geschichte für Unknown. Damn Throws.
so ein bisschen. Apropos Throws. Mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Envy wird low, aber kommen natürlich auch alle weg. Auch wieder alle weg. Ulti benutzt trotzdem keine Chance. Valex TP't hier raus. Bambo findet Boogie, aber kommt da doch nicht rechtzeitig ran. Tja, versuchen sie wohl im Tower nochmal. Ravage ist down, der Rest ist wieder ab. Ja, ohne Ravage können sie fighten, ansonsten halt nicht. Den Fehler haben sie jetzt einmal gemacht. Mal schauen, ob sie es nochmal tun. Ja, die Grafen sind gleich wahrscheinlich wieder unten. XP sehr stark. Sehr weit vorne für Force. For ISC. Net Worth. Tja, ist genau der eine Held. Das sind also die beiden Helden, die man nicht will, nämlich Slark und Ember Spirit. Der Crystallis fertig hat. Von daher, Lucky Crits können jetzt beginnen. Und so langsam kommt 4AC halt auch ins Match rein. Noch Unknown. Ja, müssen glaube ich mehr holen, als sie bisher haben. Wir haben ein starkes Lineup, was jetzt halt Momentum hat. Das sieht man. Aber vielleicht haben sie ein bisschen. Ja, vielleicht holen sie auch ein bisschen zu wenig dafür. Dafür haben sie das Momentum halt in der Mitte jetzt mit der Ravage auch schon stark abgegeben gehabt. Und es ist ja. Ist kein Diven mehr. Vor ASC sind nicht mehr in Furcht vor Unknown und lassen sich davon nicht lumpen. Itemweise sieht das Ganze für Slark. Ja, wird jetzt wohl. Okay, erst 10. Yasha. Danach wird das wahrscheinlich ein Skadi demnächst sein. Boogie ist auf dem Weg. Ja, nee, hä? Ich hatte nicht im Kopf, dass man das hierfür braucht. Nope. Na, vielleicht baut er noch irgendwie eine Pipe vorher oder so. Aber Boogie scheint noch nicht so ganz auf dem Weg zum Refresher zu sein. Ist ihm wohl noch zu früh. Gareth Mage. Ja, Forstaff mit dem Ring dann wohl. Wait, der Ring ist doch für. Ist der Ring jetzt verteilt gewesen? Nee, der Ring ist nicht verteilt gewesen. Okay, dann auf dem Weg zum Refresher. Sorry. Für Valex ist er auf dem Weg zum Forstaff. Trixie. Loss of Haste. Ketchup Midas? Vielleicht. Aber ja. Und Ember Spirit, Crystallis, Daedalus danach wahrscheinlich und so weiter und so fort. Wie das halt so ist. Unknown haben die ganzen Blinkdigger fertig. Die nächsten Core-Items kommen wohl. Matt kann hier gucken, ob er Forstaff oder Arganems geht. Eines ist ultra greedy, Forstaff ist vielleicht sinnvoller. Tower geht komplett uncontested down. Paris wird da absolut nicht hintergehen, weil alle missing sind. Haben sehr wenig, ja, sehr wenig Wards auf der Karte. Haben nur einen Top Ward hier. Ist ein bisschen schwierig. Oh ja, aber dann mit den Support Items. Slada hat seinen BKW fertig. Und, aber halt Blink BKB. Defensive Items gegen die Mitte von 4SC, die halt einen Daedalus und einen Battlefield schon fertig hat. Das ist halt eine ganz andere Kategorie von Offensive Items, denn Defensive sind nicht so gebraucht, denn man kann einfach den hier machen und Kills holen. Krasse Scheiße. Einfach Solo-Chain und Valex wirft sein Ulti drauf. Level 2 auch schon und ein einfacher Kill auf ein einfacher Kill auf Bamboo hier. Paris auf der Bottomlane hat jetzt auch wieder Probleme. Keine Bashs. Stun auf Boogie, der ist aber direkt wieder weg. Krakenschild. Eine Haste-Rune, da kommt auch selbst Paris nicht ran. Und Matumaman TP't einfach raus. Easy, nothing happens. Auf dem Weg zum Skadi. 3000 Gold noch zum Skadi. Und 4SC sehen langsam richtig gut aus in dem Spiel. Brewmaster ist auf dem Weg zum BKB. Darkseer auf dem Weg zum Hex. Aber da sind noch einige Zeit hin. Müssen jetzt schauen. Smoken vielleicht in die Mitte. Gucken, ob sie jetzt irgendjemanden finden. Roshan könnte in 30 Sekunden wiederkommen. Oder zumindest sehen wir es dann, wenn er wiederkommt. Selbst dieser Smoke kann er sich aufhalten. Matumain könnte jetzt hier down gehen. Aber sie haben nicht mehr genug Chase, um ihn zu holen.
Trixie guckt nochmal vorbei und sagt, nö, ihr kommt nicht vorbei und so. Tja, jetzt könnte Roshan wiederkommen, aber es wird ein sehr langer Roshan. Das ist bitter für Anon, die gerade das Momentum haben und gerade auch nutzen würden gerne. Haben noch die beiden T2-Tower. T2-Tower, einen Vorteil für 4SC auf der Toplane. Ansonsten even in Sachen Towern, trotzdem Networth und XP-Graph. Favored doch 4ASC, besonders mit 16, also 16 zu 11 vorne sind und wesentlich mehr Items haben, der Networth-Unterschied. Besonders auf dem Ember ist halt auch schon krass. Wird schwierig. Unknown in der Bredouille. Und eventuell... Nee. Findet ihr nicht, beziehungsweise Goat ihr nicht. Wahrscheinlich auch besser so. Tja. Unknown müssen schon Highground verteidigen. Es ist, glaube ich, nirgends, wo sie mit diesem Lineup sein wollen. Aber hilft nichts. Müssen einen guten Teamfight hinlegen. Trixie tatsächlich mit dem Midas. Er sieht irgendwie, das Game kann auch dauern. Also entweder gewinnen wir das jetzt, oder das Game kann auch dauern. So ungefähr, da kann ja auch Midas gehen. Ja. Hätte er halt auch einen Blink holen können. Obwohl das halt nicht so... Ja, nicht so sinnvoll, ja. Schon okay. Aber es ist halt. Initiation haben sie. Durch die Ravage und dann kann er halt auch reinlaufen. Deshalb kann er hier das schon mit dem Midas wegkommen. Brauchen keine Initiation. Beziehungsweise kann auch Invis neben den Leuten stehen. Tree hat einige andere Möglichkeiten von Initiation, von daher. Oh. Armer Trixie, so lange gekämpft für den Lasted. So lange mit der Einschläge gekämpft und dann kommt dieser Range Creep vorbei und klaut ihn einfach. Ah, auf der Bottom Lane. Könnte jetzt hier ein großer Engage kommen. Sexy Bow wird angegangen, wird direkt geburstet. Kommt nicht ganz weg. Shield ist noch drauf. Kämpft einiges, juckt einiges. Und kommt hier tatsächlich weg. Jetzt kommt der Chase von Unknown. Aber Unknown sind jetzt... vorher sind jetzt nicht die schlechtesten im Wegchasen. Versucht hier noch da rauszukommen. Und aber der Stun folgt ihm. Und dann... Holt er jetzt hier erst. Er könnte ihn hier noch ein bisschen mehr stunnen, okay. Aber Nemphis, Imba Spirit, Monster Kill Streak geht ans Lada. Das ist vielleicht nicht das, was er wollte. Auch mit dem Ura Club wird er wohl auf. Ne, auf Basher Stack doch nicht, oder? Hm. Aber es gibt noch einige andere Möglichkeiten, mit einem Ura Club was anzufangen. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Ist das ein Senshin Yasha dann? Will er unbedingt noch schneller werden? Scheint so. Sexy Bambo sieht hier Slark, aber kann ihn nicht rechtzeitig hier belassen, um es hier zu ermöglichen hinzukommen, aber doch. Ah, Stun tatsächlich im Pounce gestunt. Das ist bitter, schön zurückgevakuumt. Die Frage ist, wo ist Matt mit dem Hex? Und Max ist hier, sehr schön. Hex ist da, Stun ist da und Lion holt sich tatsächlich mit dem Spike, der erst beim Runtergehen Damage macht, den letzten Hit. Auch mal Tumorman fällt hier. Comeback für Unknown, denn die beiden Cores, die so groß gehypt sind, die so viele Items haben, sind jetzt auch alle down gegangen. Viel wert. Und auf einmal kriegen sie was mit den Rotations. Was wichtig ist für Unknown, denn sie müssen irgendwas tun im Late Game. Sieht das eher schlecht aus für Unknown. Werden jetzt immer weiter abfallen, je mehr Battle Furies und Daedalusse und Skadis auf Ember Spirit gestackt werden, desto schwieriger wird es im Endeffekt. Skadi ist fast fertig auf Slark, braucht noch 1000, aber Roshan ist auch wieder da. Trixie wird hier gesehen? Was? Ach, Gem of Lion und dann hat er hier den Trixie stehen gesehen, okay. So, hä? War das jetzt irgendwie Creeps oder nicht? Naja. So, da ist noch eine Ward. Und das wäre der Roshan gewesen, aber es waren halt zu viele Wards. Sie haben hier gesehen, okay, sie wurden gesehen. Das heißt, vorher ist sie sind prinzipiell in Position. Deshalb will man da nichts mit zu tun haben. Gute Entscheidung. Aber naja, zurück und smoken ist ja auch noch eine Option. Oder auch nicht smoken. Mal schauen, wo sie die Trap aufsetzen wollen oder weiter farmen wollen. Erstmal weiter farmen.
Roshan wird angepinkt. Das ist halt die Möglichkeit. Und Unknown hat da gar kein Ward. Müssen halt aufpassen. Aber vorerst, sie sind prepared, haben den Ward und hoffen, dass jetzt irgendjemand reinkommt. Das ist mein Control, der da reinblinkt. Nicht in Roshan drin, aber auf dem Rückwind. Oh, wunderschönes BKB und direkt TP raus. Geil gemacht und TP auch abgebrochen, denn hey, ich will eigentlich doch nicht zu Base. Und direkt in Roshan rein, ja. Einfach in Roshan rein, Ravage ist raus. Vorerst, sie können absolut nicht mehr fighten. Und guter Call von Anorn. Free Rosh for you. So, ich sagte nicht fighten. Nemphi kann aber doch durchaus mal weiter durchgehen. Ha, Hex benutzt. Und jetzt ist es Nemphi, der ein kleines Problem hat. Aber Ravage. Oh, Refresher, perfekt ready. Trotzdem nur eine Ravage und. Na gut. Ist schon benutzt worden. Hier das Vakuum. Trotzdem die Wall steht. Alle von Unknown sind low. Magumba überlebt das gerade so. Trixie kommt low. Paris geht down. Aber nimmt dafür Ember Spirit mit. Wichtiger Kill. Beide Carries gegeneinander down. Mal schauen, wer hier noch fighten will und wer sich eher zurückziehen will. Es ist aber Slark, der jetzt auf dem Rückweg ist. Und hier noch fighten will. Eventuell können sie hier turnen, aber Fingers auf Cooldown ist nicht so sinnvoll. Und außerdem hat Matt den Gem und will ihn vielleicht doch nicht aufgeben. Aber Mind Control geht hier dann doch down. Matt kann da nichts tun. Will sich eigentlich auch nicht zeigen, denn dann hätte er wahrscheinlich den Gem abgeben. Ja. Ja, Mind Control wäre viel wert. Trotzdem. Jeder lieb. Ja, kann auch sein. Us-I, ja, ja, ja. Es kommt darauf an. Da Daedalus ein geschützter Markenname ist, kannst du den nicht mehr zahlen und deklinieren. Es sind mehrere Daedalusse. Das ist ja ein Name im Prinzip ist. So, mein Tumorman wird jetzt hier wieder. Oh, aber schön dann doch noch gemacht. Aber der Stun ist da. Mein Tumorman wird hier wahrscheinlich down gehen. Schöner Hex. Und down it goes. Es lag wieder down. Und jetzt hat Unknown wieder das Momentum. Hin und her geht das Ganze hier. Roshan ist auch noch da und ich glaube, Roshan wird das jetzt eher. Ravage ist noch für 50 Sekunden down. Da könnten sie danach noch einen T2 pushen. Wenn sie hier wollen und ja, die Einschild ist noch da. Die Einschild hält noch. Zumindest die Creefwave ist am Pushen dann. Aber nope. Boogie macht das Richtige. Auch wenn es greedy ist, aber sie haben halt gesehen, sie gehen an den Roshan rein. Das heißt, wollen danach irgendwo pushen. Schöner Anti-Push. Und danach schnell weg. Halt noch ein bisschen Zeit verschwenden. Das sehen halt jetzt Unknown aus. Dementsprechend wird jetzt eher die Mitte rausgepusht, anstatt irgendwie Bottom ranzugehen. Unknown hat recht wenige Tower. Wichtig ist halt natürlich noch der Bottom T2 Tower. Der schön für Roshan. Für schnelle Roshan-Fights sind und Buybacks. Wobei wir langsam mit 36 Minuten auch ins Gefilde kommen, wo BOTs so langsam für Buyback auch sinnvoll werden. Trotzdem halt die gute Möglichkeit, hier dahin zu kommen. Ah, Bucking Matt ist auf einmal da. Flameguard ist aktiviert, versucht halt so lange wie möglich zu stallen. Aber jetzt ist keine Control mehr da und auch keine Helden mehr da. Ja, es war wohl ein bisschen Bluff hier. Also von daher, die beiden versuchen es nochmal ein bisschen, versuchen was zu finden trotzdem. A Ravage für Bamboo alleine geblowt. Ups, hat er da verklickt. Refresher ist noch da, Refresher benutzt sehr schnell hier raus. Hat aber nichts möglich. Oh, Hex, schön. Schnell gemacht und das besiege das Schicksal von Walex auch. Schön gemacht, schnell geholt. Warum auch immer die Ravage da genutzt wurde, war sich nicht ganz sicher. Vielleicht wollten sie halt irgendwie mit der Mystic Flare was tun. Aber es scheint nicht funktioniert zu haben. Und ja, jetzt schauen sie mal, ob sie die Bottom Tower holen können. Eine Ravage ist down, das wissen sie. Immerhin nur eine Ravage. Das ist, ja, ist schon mal ein guter Teamfight. So. 17, 18, 17. Es ist immer knapp. Und Sexy Bo hat jetzt komplett den Networth-Chart übernommen. Einfach Midas Gaming. Und 4410. BKB ist ready. Wahrscheinlich wird das danach
Ja, keine Ahnung. Er braucht jetzt BOTs und dann... dann kann er Midas schon verkaufen. Much Farm. Ach, 38 Minuten Darkseer. Nicht schlecht. Trotzdem muss er sich hier ein bisschen beeilen. Dass er hier an den Fight kommt. Denn wenn 4SC hätte fighten wollen, würden sie das jetzt hier tun. Aber Bamboo. He doesn't care. Anscheinend sind sie sehr, sehr sicher, dass sie hier nicht fighten werden. Und ja. Warum auch immer. Top Tower pusht. Unknown gleichen im Tower aus. T2 auf der Top Lane versus T2 auf der Bottom Lane. Und weiterhin ist es mal wieder davon abhängig, wer die Fights bekommt, wer den nächsten Roshan bekommt. Was Unknown jetzt mit der Aegis macht, ist natürlich auch so eine Sache. Albert außerdem auf Slada ist natürlich gegen so einen Held, der kein BKB baut, nämlich den Embers Build, ganz gut. Aber der hat auch schon seine Linkins fertig. Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Trotzdem aber Amplify Damage als erstes drauf und dann kommt die Halbert. Beides gut, beides ausreichend, denn zum einen gibt es Vision, dass sie chasen können, zum anderen, ja, ohne die Armor, Ember Spirit mit minus 10 Armor, kriegt einiges an Damage bei dem sehr, sehr Physical Damage lastigen Lineup von Unknown. Von daher, ob er jetzt die Halbert rausbekommt oder den Amplify Damage, ist tatsächlich, glaube ich, mal Paris recht egal. Acid-Gefilde sind vorher ist sie doch wesentlich weiter vorne. Aber eine Networth ist jetzt das, was entscheidend ist. Und die drei von 4SC sind tatsächlich, dass das den Unterschied macht. Boogie ist so gefarmt. Mit dem Refresher, Bite of Shivers. Das ist einiges. Bamboo muss jetzt hier BKB aktivieren. Aber immerhin, Slark hat seinen Shadow Dance raus. Oh, zu knapp mit dem Hex. Hatten gehofft, dass sie da was finden. Aggressiv vorne gegangen, aber BKB versus Shadow Dance, 60 Sekunden versus 60 Sekunden. Oder 60 versus 70. Aber sie wollen hier fighten. Gegen Double Ravage. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kommen jetzt hier alle rein. Split ist immerhin raus. Aber. Ja, auch Titan ist sich nicht sicher, wo sie jetzt hier sind. Von daher will er auch nicht hier rein. Sinn. Ja. Haben wir aber den Split verkackt. Von daher werden die ASC jetzt hier chasen. Und auch schön immer gemacht von Mind Control hier. Maximale Anzahl gewartet, um noch mit dem Cyclone hochzuwirbeln. Maximale Anzahl an Zeit verschwenden. Ja. Könnte das ein Hellground-Push sein? Ich glaube nicht. Eigentlich ein bisschen zu früh. Pinged wird auf Mind Control, der keinen Split mehr hat. Ist natürlich immer toll. Aber hat natürlich einen Blink und wenn er es kommen sieht. Aber dafür ist der Trixie da. Trotzdem defensives Blink. Haben wir gesehen, alle sind da. Der Push kommt auf den letzten T2 Tower von Unknown. Wird Unknown defenden? Es sieht nicht danach aus. Manchmal Moment ist da, manchmal Moment spaced. Tower ist schon down. Well played. Auf der Seite schön delayed, aber Glyph wird benutzt und re-engage von Bamboo. Trotzdem gerade nichts gefunden. Und Counter Initiate jetzt von einem 4SC vielleicht. Smoke erstmal. Bo will's wissen. Sehr aggressiv, aber das können sie auch noch machen. Der Fight um den Tower geht weiter. Beide Cores hier umeinander rum und der Rest ist dahinter. Jetzt hat aber natürlich das rausbekommen. Double Ravage kommt jetzt online, aber nur ein BKB. Paris wurde von beiden getroffen, kann jetzt erst einen BKB aktivieren. Matumain wird low, überlebt das Ganze aber. Nemphi kommt wahrscheinlich hier weg. Ja, kommt hier weg. Und Boogie wird gestunt, hilft aber nichts. Nemphi holt sich noch die ganzen Pandas. Freut sich halt auch über das Geld. Und ja, jetzt muss ich sogar hier zurückziehen. Matumain wurde tatsächlich gefunden, ist nochmal reingegangen. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Aber Nemphi holt sich den Kill. Valex stirbt noch von Mind Control. Aber Mind Control ist jetzt ein bisschen tief drin. Kann noch versucht werden zu fixen. Aber jetzt ist der Hex drauf auf Nemphi. Vielleicht könnte das sein. Boogie ist drin, hat aber nichts mehr. Kein Mana, nur noch ein bisschen Leben. Ist natürlich auch praktisch, aber es hilft nicht. Mind Control geht hier down. Nur noch Paris. Und Meguma überleben das. Und der Tower wird nach einem sehr, sehr langen Fight endlich für 4SC down gehen. Viele hin und her, einiges an XP, einiges an Gold. Aber im Endeffekt
Gewinnen vor AFC den Fight. So, das übliche Overextenden hinter die T4s kommt jetzt, wenn es kommt. Ansonsten könnte es hier den ersten Tower des Spiels vor AFC nach 43 Minuten geben. Oder es passiert halt einfach nichts, dass beide Teams sich verziehen. Das geht natürlich auch. Passives Spielen ist angesagt, Roshan in 45 Sekunden. Immerhin dann passiert was. Aber wenn VSC einen weiteren Teamfight gewinnen, kommen wir schon langsam in die Buyback-Region. Buybacks sind vorhanden, Buybacks werden auch wahrscheinlich vorhanden bleiben. Sixmo versucht hier einen Snipe, hat Blink, einen Hex, aber da ist direkt die schnellen Finger da, Kuh gedrückt und ab dafür. Dark Pact ist halt einfach sehr, sehr stark in solchen Situationen. Es ist auch nie zu spät, noch Items vorher abzulegen, bevor man den Mana Boots macht. Das ist nicht nur ein Early Game Ding. So, Smoke von Unknown. Roshan Zeit ist halt da. Jetzt wollen sie halt gucken, dass sie hat entweder Roshan bekommen, gut zum Roshan-Fight positioniert sind oder auf jeden Fall hier den Vorteil erlangen. Wenn sie einen Pickoff finden, ist es auf jeden Fall ein Free Rosh. Die Frage ist, ob sie den finden und es sieht nicht danach aus. Vorher ist sie Richness, haben auch die mysteriösen Einschätz gesehen, die hier auf einmal gespawnt sind. Wer hätte es gedacht? Oho. Finden hier tatsächlich einen Remnant. Aber der kommt nicht zurück. Oh. Der Remnant hat tatsächlich das gesehen. Bitter für Unknown. Jetzt weiß vorerst sie, dass sie hier oben stehen und trappen. Daher wird das hier eventuell ein Engage. Counter-Smoke von vorerst sie. Und mal schauen, ob sie sich trauen. Problem ist nur, Tree ist gerade nicht da. Yui versucht sein Bestes zu kommen, aber er muss halt jetzt von hinten kommen. Und das könnten Unknown benutzen, aber Ravage schon wieder dran, Paris kann schon wieder sein BKB nicht rausbekommen, kriegt jetzt das BKB raus, aber Boogie ist immer noch gehext. Und diese Wall war nicht so tolle. Paris fängt sich jetzt die nächste Ravage nach den BKBs. Alle von anderen poppen, Sexy Mabu geht auch noch down, Maguma ist jetzt allein in allen drin und wird sein Ulti abwarten. Mind Control kommt auch nicht weg, kompletter Teamwipe von Unknown. Buyback von Sexy Mabu, der hier nochmal reingeht. Oder ja gut, den Top-Tower pushen oder deffen will. Aber Teamwipe. Holy crap. 7000 Networth Change. 10.000 XP Change. Und prinzipiell Roche und eine Lane of Rex für 4FC. Stark gespielt. Stark auch gescoutet. Das Problem war halt nur, dass sie hier halt die Vision hatten. Damit wussten, dass sie da oben sind. Und schöne Ravages hier rauskommen konnten. Außerdem hat die Wall nicht getroffen. War auch ein bisschen bitter. Haben wir zwar in der Choke gekämpft, aber die Ravage, haben wir wieder gesehen, ist in der Choke einfach stärker als die Wall. Tja. Roshan und Jaegis geht hier an Nemphi. Cheese nimmt sich mit Tumorman. Er es auch gut benutzen kann. BOTs sind da. An Items hat er jetzt noch die Bottle, ja. Kann man ja nochmal behalten. Aber bald. Wahrscheinlich. Nächstes Daedalus oder oder Divine. Aber ich glaube, das Game Throne müssen die jetzt hier nicht unbedingt. Matt ist alleine. Matt ist tot. Na, kommt hier tatsächlich noch weg. Stunt. Throws man mit Dummerman? Sieht nicht danach aus. Aber keine einzigen Bashs von Paris. Das ist halt irgendwie sehr, sehr ja, antiklimatisch. Auch sehr schade. Paris ist schon wieder. Hat schon wieder nicht genug Skill auf dem Heroes, um die Bashes zu machen. Die wichtigen Bashes. Da ist jetzt leider ähnlich wie Void. Trotzdem sehen wir wesentlich weniger Bashes als Timelocks. Minecraft hat erste Legs. Von daher kurze Pause. Und wir können uns Items angucken, was da so passiert ist. Aber naja, wir kommen langsam in die Gehilde von Six-Slotted. Nemphi ist bald gesix-slotted. Wie gesagt, ein Bottle hat er noch wegzunehmen. Und ja, Aegis eigentlich auch noch.
Treant mit dem Midas kriegt jetzt erste Items. Skywrath Mage hatte nur Rod of Awi und die ersten Positionings-Items, die er schon vorher fertig hatte. Titan, der ist prinzipiell gesixlotted. Hat noch einmal BOTs zu vergeben, aber mit 3800 Gold nach dem Buyback. Hat auch bald sixlotted. Bei Unknown sieht es da schon schwieriger aus. Ja, Sexy Mabow ist gesixlotted. Deshalb kann er auch direkt buybacken. Hat immer noch 1000 Gold nach dem Buyback. Aber ja, der Rest hat doch mit Items. Die haben halt natürlich die Core-Items da. Aber besonders Abaddon struggelt da doch ein bisschen. Wird schwierig für Unknown hier im Game zu bleiben. Sie haben halt auch ein Midgame-Lineup und Midgame ist jetzt halt vorbei. Naja, verlieren sie gerade stark gegen das Late-Game-Lineup von 4RSC mit Slark und MSB. Jetzt kommt der erste Bash tatsächlich. Trixie geht hier down, aber Ravage. Die Elo klappt hier den Treant down, aber jetzt alles relativ klatsch hier drin. Paris wird low, trotzdem viele Elos, die hier Damage machen. Nemphy ist low, battelt sich mit Elos. Trotzdem im Hintergrund, Paris wird hier getroffen und wird gehauen. Kann aber jetzt blinken. Sollte vielleicht blinken? Ja. Blinkt und kommt weg. Pandas, oh, wunderschöner Pounce, genau in der Zeit, wo er wiederkam hier. Bambo ist hier drin, aber ja, was soll er tun? Was soll er tun? Kam mit dem Mac vorbei, aber selbst das Mac hat nicht viel gebracht. 3 zu 2. Und Highground it is für 4ASC. Jetzt erstmal hochgehen können. Refresher gechannelt. Ravage ist ready. Und Paris und Bamboo müssen das Ganze alleine halten. Und mal schauen, ob sie es können. Es sieht nicht so danach aus. Sind auch genug gespaced, um halt nicht eine Dreier-Blink reinzukommen. Aber aggressive Blink hier rein von Matt. Und oh, das war ein schönes Vakuum. Aber nicht rechtzeitig reingeblinkt, um einen Stun zu setzen. Versuchen hier noch Bungie zu bekommen. Mal schauen, ob es erfolgreich ist. Es sieht mir nicht danach aus. Aber Hex jetzt auf Nemphy, das könnte was sein. Deshalb Metal-Man muss halt direkt rein. Holt sich Matt. Hex auch noch da. Nemphy geht down. Oder auch nicht. Ja doch, Nemphy geht down. Hat aber die Aegis. Das ist bitter. Alle BKBs sind jetzt draußen. Jetzt sind die BKBs nicht mehr da. Ravage wird gleich. Okay, Ravage wurde ja schon lange angesendet. Wall sitzt gut. Aber Vakuum ist schon vorbei. Die Illusionen betteln sich jetzt trotzdem. Aber Matt geht jetzt hier in der Mitte down. Paris ist weit hinten gekommen, mit dem Stun noch gerade so der weg. Trotzdem sind nur noch Illus von Unknown prinzipiell im Spiel. Und ganz viele Minions und Kleinigkeiten, die jetzt nicht mehr so relevant sind. Firepanda geht hier auch schon schnell down. Aber Matoma Man ist das wichtige Ziel hier. Und oh, Cheese im letzten Moment. Das könnte, sollte der Turnaround kommen. Mind Control wird hier wohl down gehen. Leash ist da. Paris kommt. Ja, Sexy Bo kommt weg mit dem Blink Dagger. Und auf einmal heißt es Highground für 4AC und eventuell Game. Einiges an Gold und XP hier für 4AC noch. 4 zu 2 der Trade. Buybacks sind keiner vorhanden, außer bei Paris. Von daher ist die erste Land of Rex wahrscheinlich die zweite und vielleicht auch Game. Unknown sollten hier sehen, das gibt nichts mehr. Und sollten sich darauf vorbereiten, in ein Game 3 Draft zu gehen. Denn das haben 4AC gut gespielt, um halt ins Late Game zu kommen, wo ihr Draft einfach stärker ist. Unknown hat nichts fürs Late Game gedraftet, haben ihren Train nicht so wirklich zum Rollen gebracht und dementsprechend nach 51 Minuten Double Rex verloren und es sieht nach dem Game hier aus. Na, schönes Vakuum zurück, aber jetzt ist Bamboo, der gehext wird. Triple Stun auf Matt, der eventuell von der Urne sogar poppt. Nee, Mac gepoppt. Alle werden zurückgetrieben. Und das sieht nach der nächsten Rex aus. Matoma Man kann hier halt ganz gut stehen. Bambo, Buyback. Hier ist jemand gehext. Maguma ist drin. Schöne Wall. Hat ein paar starke Heroes. Besonders Nemphy kriegt einige Damage von den Illus. Können tatsächlich jetzt hier den Push zurücktreiben. Aber der Damage, würde ich mal sagen, ist getan. Haben sehr wenig Chase-Potenzial. Paris findet hier noch ein paar. Sollte aber nicht alleine rumgehen. Und die Range Tracks verlieren sie tatsächlich doch noch. Eine einzige Lane steht zwischen Team Unknown und Mega Creeps für den Gegner.
Tja, und das wird aber dann doch noch ein bisschen dauern. Der Networth spricht eine sehr eindeutige Sprache. Abyssal Blade auch nur für Slark. Items sind soweit alle vorhanden. Six Lords da plus 30.000 XP für 4AC und 35.000 Networth vorne. 2 T2 stehen noch auf der Seite von 4AC. Nicht viel Hoffnung für Unknown. Oshan respawnt. Könnte respawnen in 2 Minuten. In 2 Minuten wird es schwierig zu sein für Unknown, das durchzuhalten. Daedalus. Zweites Daedalus ist die Wahl von Nemphi. Zwei Daedalus und Daedali. Daedali klingt irgendwie nach einem Kinderriegel-Snack. Von der Daedalus, glaube ich. Ja, von der Grammatik ist es die Frage, aber Thomas Mann geht jetzt erstmal Action auf Mad. Tatsächlich noch ein bisschen Blade benutzt, um es halt auf Nummer sicher zu gehen. Panda ist hier drin, aber die Pandas machen halt einfach nichts mehr hier. Fire Panda geht down, Storm Panda wird geslowt und geht jetzt auch down. Und Earth Panda wird tatsächlich auch noch poppen, von daher Mind Control in der Form down, letzter Rex geht down, Sekunden vor dem GG. Ein letzter Fight ist noch drin, Bambo kriegt die Wall raus, aber es hilft nicht so viel. Doppelte Ravage auch draußen, Shivas wird gepoppt, wow, und das war dann auf einmal Nemphi mit einem kurzen Cleave und einem Crit und einem Death. Ein Double Kill für ihn, um dieses Spiel wunderschön zu beenden. 1:1 steht es zwischen 4ASC und Team Unknown, die jetzt gut genommen sind, 1:1. Und wir gehen in ein Game 3 in der John Dodo League Season 4 Winners Bracket Finals. Der Gewinner des Ganzen kommt auf die erste Division in der nächsten Johto League Season 5. 5 Minuten oder 10 Minuten geht's hier weiter mit einem Co-Caster. Und ja, stay tuned, bis gleich.